Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir werden Escape from Tarkov spielen und zwar in der PvE-Variante. So, Charakter nehme ich Jusek und dann nehme ich den hübschesten, falls es den gibt. Es gibt ein, zwei, die ganz okay aussehen. Haywood finde ich ganz okay. Und Stimme. Okay, we got bears. Okay, schön tief. Sure. Bisschen höher. Scavs here? No way, man. Oh, nehm mal Patrick. Haben wir gleich ein bisschen SpongeBob-Referenzen hier drin, obwohl der klingt dann schon anders. Wäre mal cool, wenn es einen Mod gäbe, der die Operator so klingen lässt wie die Charaktere aus SpongeBob. So, ja, PvE zu. Kennen wir schon, hab dazu auch ein Video. Dann schauen wir mal unseren Charakter an. Also keine Sorge, die ganzen langweiligen Segmente, die ganzen Wartezeiten, die ganzen im Bushhock-Zeiten werde ich alles rauscutten. Das wird wahrscheinlich das Let's Play, das am aufwendigsten ist, allein durch das ganze Cutten. So, wir rüsten unseren PMC direkt mal aus. M855 kommt da unten hin. Ein Medical Kit, ein CMS. Damit können wir tiefere Verletzungen, abgestorbene Gliedmaßen wieder zurück ins Leben holen. So, wir nehmen hier eventuell, oh, die sieht doch gut aus, die Scar, beziehungsweise MK16 ist doch eine Scar, oder? Ja, FN Scar. So, ich glaube, drei Magazine reichen erstmal. Dann nehmen wir gleich Schutz. Wir haben eine gute Waffe, das heißt, wir nehmen guten Schutz. Das ist übrigens, habt ihr ja gesehen, da habe ich noch nichts gemacht hier, noch kein Raid. Wir haben gerade frisch angefangen. Ich habe mein PvE-Profil davor resettet. Passt gerade auch dazu, dass der Vibe neu gestartet ist. Genau, das waren all die Sachen, die man mit der Unheard Edition irgendwie am Anfang bekommt. So, auf zu den Traders. Da müssen wir Tasks annehmen. Shooting Cans auf Ground Zero annehmen. Auch Ground Zero First in Line. Ich glaube, wir müssen hier das Medical Tent finden. Ja. So, Skier, Burning Rubber. Use the paid Vehicle Extraction on Ground Zero. Das ist einfach. Saving the Mole. Und auch Ground Zero. Gut, dann nehmen wir gleich mal ein bisschen Moneten mit. Moneten, aber nur Rubel. Tja, nein, so viel wollte ich nicht. Muss mich erstmal hier wieder dran gewöhnen. Nehmen wir nur 25.000 mit. 25.000 reichen. So, die kommen in die Gefängnisbrieftasche. Bajonett kommt weg. Kopfhörer haben wir bessere. Keine Ahnung. Die haben ja eh alle Kopfhörer verändert, deswegen ist das so eine Sache. Die Halbmaske kommt weg. Wir nehmen das Ganzkopfkondom, ein Helmchen. Und dann können wir eigentlich noch Granaten mitnehmen. Und dann sind wir soweit. Oh, vielleicht noch ein bisschen mehr Schuss. Ich treffe öfter mal nicht das Ziel, dass es umfällt. Also ein bisschen mehr Schuss sind doch ganz gut. Ich würde sagen, wir sind gerüstet. So, PMC gleich mal auf Ground Zero. Die Map kenne ich ungefähr. Die Map, die ich am meisten kenne, ist Woods und Customs. Und der Rest muss ich eventuell ab und zu auf mein Handy schauen, wo eine Karte drauf ist. Wir versichern mal alles. Ui, ist das teuer. Und los geht's. So, ich habe die Map von Ground Zero neben mir aufgemacht. Ich hoffe, ich muss nicht so sehr drauf schauen. Oh, guck mal, wie es läuft. Tape nehme ich mit. Wasser nehme ich mit. Hoffentlich eine geile Waffe. Kann ich nicht öffnen. Scheiße. We provide security. Ja, das mache ich auch. So, kann man da durch. Durch die Tür. Wunderbar. So, mal schauen. Meine Controls sind noch nicht ganz richtig. Das machen wir kurz. Hier ist ein PC. Komm schon, Grafikkarte für Papa. Nee, sieht aus wie ein Netzteil. Nehmen wir mit. Wir sind schon wieder relativ schwer unterwegs. Wir saufen erstmal das Wasser. Bringt uns zwar nichts,
Außer paar XP und dass wir eine Wasserflasche weniger drin haben. So, kurz mal in die Controls. Das macht man noch kurz gemeinsam. In Zukunft werde ich das raustun. Ah, scheiße. Das stellen wir einfach auf Press und dann funktioniert es. Ich hatte es doch eingestellt, nur auf Press. So, jetzt funktioniert das. Kann ich nämlich an meiner linken Maustaste, die zum Glück an meiner Maus existiert, einfach hier meine Exits und die Zeit anzeigen. Ich finde das sehr hilfreich. So, eher mit dem Tape. Wir müssen schauen, dass wir nicht überladen, gleich am Anfang. Wir müssen ja noch ein bisschen was an Quest erledigen. Wäre zumindest ganz praktisch. Gibt auch ein neues Karma-System. Ich glaube, wenn man Exit campt, was im PvE-Ding ein bisschen komisch wäre. Wohl geht vielleicht auch. Oder wenn man zu lange an einem Platz ist, geht das Karma in den Keller. Und irgendwann wird man dann von einem Boss, von dem neuen Partisan gejagt. Das stelle ich mir witzig vor. Oh, Kick-Klebeband. Das ist zumindest ein bisschen was wert am Anfang. Und Broken LCD. Nehmen wir mal mit. Und dann noch ganz wichtig, die PCs zu durchsuchen. Da haben wir noch ein Schlingel. Könnte ja sein, dass eine Grafikkarte drin ist. Mensch, geht's draußen ab. Was ist da drin? Oh, brauchen wir im Moment nicht. Jetzt leckt's aber ganz schön. Ja, irgendwie ist die Optimierung wieder ein bisschen in die Binsen gegangen mit dem Vibe, aber das kriegen sie hin. Okay, da war ich schon dran. Und dann wollen wir mal. Ganz wichtig, Feuermodus auf Auto. Bin schon ab und zu gestorben, weil ich das nicht eingestellt hatte und dann hat die Waffe halt nur einmal geschossen. So, wo bin ich denn, Ich hab eine ungefähre Ahnung, wo ich bin. Wie gesagt, die Map kenne ich nicht so gut. Kenne Streets of Tarkov bisschen besser, bis auf die neue Erweiterung. Was heißt neue Erweiterung? Das kam ja schon letzten Vibe. So, aber ich glaube, wir müssen vorne nach links. Da ist zumindest ein Questziel. Ich dachte, ich hätte gerade... Da liegt doch ein neuer. Der liegt hier nicht immer. Den hat jemand abgeballert. Schauen wir mal, ob Schritte kommen. Ich glaube, das ist ganz okay. Munition habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ich denke mal... Boah, bin ich zusammengezuckt. Ist hier noch irgendwas von Bedeutung drin? Nicht schon wieder Wasser. Mein Operator muss eh pissen, wie sonst was schon. Wer hat mich denn hier umge... nicht mich, aber wer hat den armen Typen denn umgeholzt? Ist man ein Scav? Oh, sieht so aus. Ajonka. Ich mag Schokolade. Und Rubel auf den Haufen damit. Shotgun, Tarkoda. Nehmen wir mal. Ja, den Rest. Den Rest lassen wir ihm für sein Leben nach dem Tod. So. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Muss man eigentlich auch schon hier hoch für ein Questding. Kann sein, dass hier der Granaten-Grenade-Launcher ist. Muss mal schauen. Wird mit dem Laufe des Let's Plays deutlich besser, meine Map-Kenntnis. Also hier war es nicht. Irgendwie müssen wir über Stacheldraht, aber das kann ja noch kommen. Aber nicht hier. Zumindest haben wir aber eine ganz okay Aussicht. Und wieder Wasser. Zumindest kann man die Lage peilen. Ich glaube, da oben wäre es gewesen. So, also ihr seht, dass wir überhaupt nichts sehen. Doch, da. PMC. Tot. Die Waffe schießt aber nicht so gut. Zumindest komme ich mit der nicht klar. Ich habe so oft daneben gefeuert. Jetzt die Frage, soll man da hin? Ja, wenn wir schon mal einen umschießen, warum denn nicht? Uiuiuiui. Da geht's aber ab. Ich suche den Ausgang. Irgendwie verliere ich hier leicht die Orientierung.
Tasche. Will nicht Viren dessen abgeknallt werden. Oh, Leiche lassen wir erstmal da. Die Leiche interessiert mich mehr als die Bleiche. So, hier müssen wir irgendwie geschickt runterkommen. Gibt aber auch eine Unterführung. Weiß nicht, ob es da hinten sind. Nee. Müssen wir doch vorne runter. Nur ganz vorsichtig. Shit, meine Ausdauer. Hab nicht drauf geachtet. Jetzt ist es nicht mehr so ausdauernd. Fuck. Und dood. Und da hinten. So ein Käse. Erstmal nachladen. Auch Leute, die auf uns schießen. Und weg hier. Beide Arme sind getroffen. Die armen Arme. Also wir ziehen uns zurück und heilen uns erstmal. Boah. Die Bots können teilweise ganz schön austeilen. So, hier kriegt man es mit. Und schnell. Schnell das Grizzly. Blutung erstmal stoppen. Ich hätte Propitol mitnehmen sollen. Propital? Nee, Propitol. Propanol. Irgendwas, was hilft. So, auf den Kopf damit. Ein Glück habe ich das 10S nicht vergessen. So. Das muss jetzt leider alles hochgeheilt werden. Sonst haben wir Schwierigkeiten, an die Leiche ranzukommen. Nein. Wie im Spiel, wie im Realen bin ich im Spiel übergewichtig. Im Spiel liegt es aber an dem ganzen wertvollen Zeug, das wir haben. Mehr oder weniger wertvoll. So. Dann noch unsere Beine. Mit einem Ohr immer hören, ob irgendwas links von uns kommt. Sieht im Moment ganz okay aus. Hört sich ganz okay an. Ich höre nämlich nichts. Überhaupt nichts. Wollte nichts sagen, aber habe mich mitten im Wort umentschieden. Dann kommt wieder Quark raus. Das passiert öfter. Ist schon viel besser geworden. Also ich höre immer noch nichts. Dann können wir mal anfangen, die Arme zu reparieren. Ah, können die ihm auch dabei zusehen, wie er sich den Arm hier wieder flickt. Normalerweise sollten wir auch ein bisschen rumlaufen dabei. Aber ich glaube, wir sind in einer ganz geschützten Ecke. So. Ah, der verliert halt insgesamt jetzt Trefferpunkte. Anstatt 60 haben wir nur noch ein gutes Drittel davon. Jetzt habe ich was gehört. War vielleicht nur ein Schuss. Wenn wir dann dieses Survival Kit haben, ist so ein besseres CMS, dann ist der Arm so gut wie neu. Wenn wir den entsprechend heilen. CMS ist halt so die Billo-Variante, falls ihr es noch nicht kennt. Weiß eh nicht, für wen die Videoreihe ist. Wahrscheinlich für alle, die Tarkov interessiert. Oder der PvP-Modus. Und hauptsächlich für mich, dass ich mal wieder Tarkov spiele. Weil im PvP-Modus krieg ich nur auf die Fresse. Ich bin einfach nicht mehr der Jüngste mit den besten Reflexen. So. Jetzt gehen wir nochmal die Leiche durchstöbern. Aber vielleicht ein bisschen schneller. Da sehe ich jetzt rein. Uiuiui. Bisschen Glück und viel rumgelaufe. Komm mal da hin. Dann können wir gleich da weitergehen, geradeaus. Da ist, glaube ich, dieses Medical Tent. Da ist einer. Dankeschön. Wie gesagt, ich komme mit der Waffe nicht ganz klar. Da hinten nicht sehen. Und zumindest einmal getroffen. Hinter mir ballert's aber. Da ist der eine Bot, den ich umgeschossen habe. Anscheinend PMC. Mit gutem Zeug. Mit ganz gutem Zeug.
Was ich in dem Fall gern mache, ist Versicherungsbetrug. Wir schmeißen unser gutes Zeug weg, das versichert ist. Und nehmen dem sein Zeug. Die nehmen wir so mit. Ah, ich muss halt das dann loswerden. Ach, das kriegt man hin. Das kriegt man hin. So, dann stecke ich das kurz hier rein. Ich weiß nicht, wie es im PvE-Modus mit Versicherungsbetrug ist. Tendenziell klappt es. So, wenn es keiner aufsammelt. Gleich haben wir es auch verloren, aber wird schon irgendwie klappen. So, jetzt haben wir neues Zeug. Das ist das Karten hier. Das ist ein bisschen unfair, wenn das jetzt alles zurückkommt, aber Scheiße. Tango! Boah. Fuck you, you fuck. Alter. Die waren die ganze Zeit da. Granate. Oh, ich habe keinen Arm mehr dafür. Fuck, ey. Schnell wieder heilen. Und danach klicken. Boah, leck mich. Komm schon. Abbrechen, abbrechen. Boah. Wie ich das zusammenschneide. So. Ja, ja. Das dauert immer so lang beim Grizzly, aber ich mag's. Mag's generell nur das mitzuschleppen, aber so unser Leber wäre deutlich besser oder Afak. Das müssen wir haben. Das Kart. Das sauft mal irgendwann. Steckt mal die mal irgendwo rein. Na, passt so. Wir nehmen die Slick. Was für eine Klasse ist das? 6. Alter Schwede. Deswegen ist er nicht drauf. Scheiße. Den habe ich nicht gehört. Wir hatten so gutes Zeug. Ich war zu gierig. Es gab anscheinend ein paar XP. Gut, das müssen wir nochmal machen. Ah, wie gewonnen, so zerronnen. Wir hatten eine Slick. Wir lagen mit dem Kopf falsch da. Oh. Ja, es heißt in Tarkov, man muss sich entscheiden, bevor man in den Raid geht, was man macht. Quest, looten oder töten. Und ich habe alles drei gemacht. So, wir nehmen trotzdem mal einen Rucksack mit. Wir nehmen wieder mit. So, was haben wir denn noch an Waffe? Eine SR-25. Die mag ich. So, wir müssen was saufen. Saufen. Und ist das richtig hier? Ja? Die Power Max. Jo, das sieht gut aus. Und M80. Davon sollte ich nicht zu viel verschießen. So, wir sortieren das Inventar irgendwann später. Oh. So, 40. Wir nehmen nur mal 40 mit. Das reicht. Das ist so teuer, die Munition. Und wir können es eine Weile eh noch nicht kaufen. So, Razor. Da. Helm. Kein Helm mehr.
also ja, die Unitar-Helme nehme ich im PvP-Modus zumindest nicht, weil die so schön blau leuchten. So, und Wasser haben wir getrunken. Wunderbar. Messenger, was gibt's denn? Achso, die stellen sich nur vor. Für die Quest, die wir... Haben wir die schon erledigt? Nee, eigentlich nicht. Nur ein Starthilfe-Paket von dem. PMC, Ground Zero und jetzt questen wir. So, los geht's. Das ist echt klasse im PvE-Modus aktuell. Es geht richtig schnell. Kein Warten auf Server mehr. Ich mag das Visier nicht. Das ist ja nur Sniper. Ah, ich brauche eine Shooting Range, um die auszuprobieren. Fuck, ey. Muss mal einem eine Waffe abnehmen, mit der ich auf nahe Entfernung schießen kann. Obwohl zur Not niemals Visier runter. Können wir das so einfach? Ja. Könnten es zur Not runternehmen. Na, wenigstens was. Nicht alles verloren. So, suchen, suchen, suchen. Wer suche, der wird finden. Spanferkel. So. Zu viel Sicht ist auch nicht gut. Weil wir wollen questen. Boah, ist das langsam. Gut. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich mal da hoch. Dann machen wir das mal. Quest, Quest, Quest. Sagen. Ich kann auf nahe Entfernung echt nicht kämpfen, wenn das Visier dran ist. Das nehmen wir einfach kurz mal runter. Ah. Das. Ist das. Das ist nicht das neue Tripwire. Was ist denn das? Okay, da. Ich glaube, der Kollege liegt immer hier mit Messer im Rücken. Oh, sieht danach aus. JHP. Kenne ich nicht. Oder habe ich schon mal gehört. Weiß nicht, ob das jetzt gute Munition ist. Ich nehme es mal mit. Allein für den Skill vom Aufsammeln. So. Schauen wir mal. Ich glaube, da hinten müssen wir auch hoch. Oh. Oh oh. Die schießen ja schon wieder alle wild durcheinander. Ja, ja. Und der eine hat... Boah. Ich bug in dem scheiß Container. Ah. Nicht einmal geschossen mit der Waffe. Nix versichert. Hate Goose, ja. Ich hasse dich auch, du Gans. Hey, 5 XP, weil wir was aufgenommen haben. Okay. PvE-Modus. 2 Raids, 2 Verluste. Jetzt fahre ich die harten Geschütze auf. Jetzt nehmen wir die MP5. Mit der kann ich zumindest umgehen. Aber die Outfits werden jetzt billiger. Fuck, ey. Ich konnte im Container einfach nichts mehr machen. Nee, nackig gehen wir nicht rein. Oh, ne Packer, nee. Verkaufe ich lieber, als die zu nutzen. Rucksack, nö. Das Ding. Das Ding. Warum nicht das Ding? Puh. MP5 haben wir drin. Kommando. MP5. 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 Raus mit der Munition und was zum Nachklicken. So, wir sind fertig. Ground Zero. Ich komme zum dritten Mal. So, jetzt aber. Quests. Ganz wichtig, die Quests zu machen, sonst kommen wir ja nicht weiter. Diesmal lassen wir uns nicht einfach so erschießen. So, Automatik. Automatik. Voll. Oh, Zucker nehme ich. Hier ist so lecker. Oh, scheiße, ballern die wieder rum. Ich muss mich orientieren. Keine Ahnung, wo ich bin. Aha. Oh, nette Gegend hier. Da komme ich nicht durch, das finde ich nicht nett.
Die können doch nie jetzt schon auf mich schießen. Was denn falsch bei denen? Ich glaube, hier ist aber das Medical Tent neben mir. Ich glaube, ich habe meine Orientierung gefunden. Mal kurz Ausdauer nachladen. Ja, da ist es. Und da ist dann auch ein Skeff irgendwo, vielleicht drin. Schlimmer noch draußen. Also ich höre links definitiv was. Glaub den Hammer. Also ich weiß, ich bin rechts gelaufen. Aber links war noch weiter entfernt und ich wollte einfach schauen, dass die andere Seite abgesichert ist. Bei links war ich mir sicher, was da ist. Rechts eben nicht. Ich weiß nicht, ob ich Schritte höre. Das ist eine gewisse Paranoia in dem Spiel. Zucker. Könnten wir uns auch in den Arsch stecken. So. Bevor uns die Munition ausgeht, klickt mal kurz mal nach. Ich weiß nicht, ob ich Fan von diesen kleinen Magazinen bin. Bei der MP5. Ist dann schon schnell leer. So, jetzt gehen wir nochmal raus. Beziehungsweise... Sieht im Moment gut aus. Schauen wir mal, was hier drin ist. Komm schon. Seife! Ja, da können wir uns waschen. Also ich höre immer noch was hier. Irgendwo da. So viel dazu. So viel dazu. Schon stoppt die Blutung. Ah, ich muss echt einen A-Fuck mitnehmen. Weil ich sag gerade die ganze Zeit A-Fuck. So. Schlimmste vorbei. Und dann schauen wir mal, ob der eine leichte Rüstung für uns hat. Das war aber, glaube ich, nicht der, den ich gehört habe. Oh, die ist ja noch beschissener. Was hat der denn für einen Rucksack, nehme ich? Taka. Schmeckt bestimmt lecker. P22. Was machst du? Nicht nehmen. Okay. Wir haben das jetzt mal genommen. Wollte eher draufdrücken. Rechtsklick wäre wahrscheinlich die richtige Antwort gewesen. Naja. Ohne Lösung. Hat hier irgendwie ein AFAG für mich? Ihr habt ein Pferdchen. Die sind doch nichts wert. Ich loote schon wieder, anstatt die Quest einfach zu machen. Was hat der denn für einen Scheiß da drin? So. Haben wir den anderen umgeholzt? Ah, Charakter ist zu fett, kommt nicht drüber. So. Irgendwo hier am Auto. Da hinten. Da liegt er ja. Schon Rüstung. Gar keine Rüstung. Scheiße. Die nehmen wir gleich mal mit. Die müssen wir in einer späteren Quest auf jeden Fall sammeln. Und ich mag Schrotflinten. So. Boah, wir haben zwar einen Arm weniger und unser Kopf, dem geht's nicht so gut. P22, war das irgendwie Stamina? Mehr Stamina, weniger Kompromisse. Nice. Das hätte ich auch mal gern. Wieder. So. Dann wäre man beschossen. Komm schon. Lauf, du träge Sau. Fuck, Munition leer. Wir haben ihn aber gut getroffen. Fuck, da gibt's noch mehr. Haben. Und schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Und nachladen. Ich habe Angst. Introvertiert hat Angst. Mal schauen, ob jetzt hier jemand ist.
zum Glück nicht und die Türen gehen auch zu. Ja, nachklicken, läuft doch. Das alles verschossen. Boah. Ist doch überraschend intensiv geworden in dem Vibe. Ich dachte im letzten Jahr, das geht doch, aber ich bin gerade angestrengt. Ich höre von links was. Lieber Tür zu. So. Wo muss man überhaupt raus? Nakatani Basement, die kenne ich zumindest. Kurz hier warten. Ich weiß, ich loot schon wieder. Ich kann es einfach nicht lassen. Ja, noch nichts Sinnvolles mit rausgebracht. Ja, das M-Tape braucht man, glaube ich, für unser Hideout. Das nehmen wir mal mit. Eine Fuse, Papier und Nudeln. Da hinten immer noch der auf uns schießt. Jetzt ist er hier. Jetzt ist er nicht mehr hier. In der Kollege, die wir umgeschossen haben. Hä? Ach, da hinten. Also nicht nur der Skeff, sondern auch der Fette hier. Der hat keine Armor. Der hat aber eine Axt. Die nehmen wir mit. Die können wir zumindest verkaufen. Boah. So eine Balvatica sieht doch auch nicht schlecht aus. So, der kriegt meine. Wusste gar nicht. Ich glaube, die ist neu. Naja. Sieht auch nicht so besonders aus. Slugs. Meine Lieblingsart von Schnecken. So, dann müssen wir, wie gesagt, in das Haus da hinten. Kommst du hier hoch, du Fettsack? Ja. Und ich glaube, da links wäre, also da, wo ich gerade hinzeige, ist auch das Vehicle Extract. Könnte man eventuell auch... Oh, scheiße. Da hinten ist auch einer. Au. Boah, bin ich blind. Was mache ich für einen Dreck? Deswegen ist die MP5 ganz gut für mich. Ich schieße zumindest schnell. So, wir... Können wir hier nicht hoch? Muss doch irgendwie noch ein... Weg geben. Oh, Tresor. Scheiße, verschlossen. Brauch mal irgendeinen Schlüssel. So, einmal heilen wir uns noch hoch. Und dann schauen wir, dass die Schrotflinte auch bereit ist. Mit der treffe ich besser als mit der MP5. Gut, gut. Dann soll man hier nicht in die Seitenstraße, sondern vorne. Oder hier? Nee. Wir müssen irgendwo nach links kommen. Hier zum Beispiel. So viele Schritte. Boah, lauf doch nicht. Lauf doch nicht so viel, Jungs. Wie viel Schrotflinte überlebt er? Oh. So, wir müssen irgendwie nach oben, aber nicht hier.
Oh, danke, ich habe die Treppe endlich gefunden. Na, unsere Beine sind schon ein bisschen am Arsch und wir müssen jetzt über Stacheldraht. Au, au, ja, au. Ja, hier oben sollten zumindest keine Skeffs sein, nicht unbedingt. Aber man weiß ja nie. So, da ist das MG. Das ist auf jeden Fall Teil der Mission, Teil der Crew. Da ist ein PC. Bevor wir über den Stacheldraht gehen. Oh, nicht auf den Arm, auf die Beine, ich Idiot. Ich glaube, das S-March müssen wir zwar irgendwem abgeben, deswegen hat's hier... No, First in Line Quest. Sieht aber so aus, als ob mal irgendwelche medizinischen Items abgeben müssen. Und keine konkreten. Ballerei vorm Fenster. Da können wir vielleicht mal rausschauen. Aber im Zweifelfall sterben wir wieder. Fuck. DMC. Aber alles unter Kontrolle. Halbwegs alles unter Kontrolle. Gar keine Arme mehr ist gar nicht so gut. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tja, ich würde sagen, dann mache ich hier wieder eine schöne Montage, wie ich mich hochheile. Lieber Arm dran als Arm ab. So. Hoffentlich hebt's jetzt eine Weile die der Verband. Medizin. Medizin. Schmerztablette könnte ich mir gleich reinpfeifen. Können wir wenigstens noch laufen, wenn unsere Beine hinüber sind. Also ein bisschen besser laufen. So, bitte Thorax. Na gut, dann den Magen. Boah, wer hat denn da so viel Blut gelassen? War ich das wieder? Seh mal ein. Also im Moment sehe ich nichts. Schade. Also da war zumindest einer. Habe ihn immer noch nicht gesehen gehabt. Da muss ich ganz langsam in die Aufnahme reinzoomen. So ist unser furchtbarer Kollege noch hier. Eventuell. Wir schauen erstmal in die PCs. Weil die Grafikkarte kann sofort, oh, CMS kann raus. Ist eh nur noch mit einer Ladung drin. So, was wir auch brauchen, sind USB-Sticks. Oh, Matches wahrscheinlich auch am Anfang. Zigaretten auch immer willkommen, aber jetzt im Moment noch nicht. Keine Zigaretten, USB-Sticks. USB-Sticks. Matches nehme ich mit. Hier ist Hideout wahrscheinlich ganz sinnvoll. Dann können wir die auch hier mitnehmen. Nägel auch sinnvoll. Alles, wofür wir Verwendung finden am Anfang. Schlüssel. Weiß nicht, wie wertvoll der ist. Der kommt auf jeden Fall auch in die Gefängnisbrieftasche. Malboro. Ist ja alles vertreten. Mensch, diese furchtbaren Raucher in dem Spiel. So. Und danach schauen wir mal, dass wir hier rauskommen. Oh, nehme ich mit, nehme ich mit. Energie, Seife brauche ich, Vitamine brauche ich. Vom Rest haben wir, glaube ich, genug. Glaubt ihr, der ist noch da? Ich wäre schon längst abgehauen. Der eventuell auch. So. Ich sehe nichts, das heißt, ich kann hier noch reinschauen.
Oh, please. Mist. Ah, wir haben zumindest ein bisschen Questfortschritt gemacht. Alter Schwede. Jetzt gehen mir so langsam die Sachen aus. Boah. Also das ist mal ein Start für eine Let's Play-Serie. Haben wir ein bisschen Fortschritt gemacht. Zumindest XP-technisch. Ich glaube, wir haben noch eine MP5. Wir können ein Task abgeben. Vielleicht müssen wir auch einfach auf eine andere Map mal. Aber leck mich am Socken. Der Handbuch. Könnt ihr einfach auf die Nummer hier drücken, dann ist er weg. Das fand ich teilweise sehr hilfreich. So, das CMS ist natürlich jetzt auch für den Arsch. Neues muss hier. Grizzly passt noch. Pistole könnte man nehmen. MP7, ja. Okay, wir haben MP7 Magazine. Mal irgendwas in unsere Waffenkiste. Nö. Ah, in die Junkkiste hätten wir ja auch gleich was reintun können. MP5 haben wir auch noch. Jetzt nehme ich mal eine. Ne, ich nehme keine Packer. Ich kaufe mir was Gescheites von Rackman. So viel zu kaufen. Raven dafür, Alter. Wir müssen die echt leveln. Ein Task kann ich noch nicht abgeben. Drei Sachen Found and Raid müssen wir ausgeben. Und den LGS Grenade Launcher. Da war mal gegenüber von dem gerade. Locate USIC PMC Group at the parking lot of the Locate Lab Scientist in Ground Zero. Da war man anscheinend noch nicht. Oh, tut mir leid, dass ich gerade so versage, aber das ist die Tarkov-Erfahrung. Es wird besser. Und jetzt macht man nicht den gleichen Fehler wie letztes Mal. Na, scheiß auf die MP7 jetzt. Wir sind gut gerüstet und wir nehmen nochmal MP5. MP5s. So, Munition haben wir ja zum Glück genug. Dann muss ich was fressen und was saufen. Hier gibt es auch ein bisschen XP. Ich mache das immer verkehrt rum. Ich esse zuerst und bringe dann die Umkehrung mir deutlich besser. So, das haben wir auf die 4 gelegt. Propital legt man auf die 5. Und dann kann es losgehen, wenn ich eine Maske aufziehe. Maske, Maske, Maske. Habe ich echt keine mehr. Tja, dann doch Rackman. Was brauchst du? Grube. Ja, automatisch füllen. Wo war der Knopf? Da. Muss mal initial mal machen und dann passt es. Die Axt können wir verkaufen. Wunderbar. So langsam gehen mir dann die Waffen aus. Ground Zero. Und auf ein neues. Aller guten Dinge sind 4, wie man so schön sagt. Mensch, geht das immer schnell gerade. Das ist so unerwartet. Auf zum nächsten Tod. Wir schauen jetzt, dass wir die eine Quest zumindest abschließen. Puh, puh, puh. Es läuft puh-puh-mäßig heute. Ich weiß, da ist ein Container, aber heute halte ich mich... Jetzt halte ich mich davon fern. Zu oft auf die Fresse bekommen, weil ich geldgeil bin. Den Hammer noch nicht. Der läuft noch. Nee, den Hammer. Nur Skeff? Ah, Skeff. Komm, du suchst einen Rucksack schneller. Ich will den nur mal aufnehmen. Stairs nehme ich. Ja, wir brauchen die MP133. Rubel nehme ich. Sie, seht ihr, so macht man Gewinn in dem Spiel. Nein, wir haben so viel Verlust heute gemacht. Müssen wir irgendwann wieder aufholen. Einfach sagen, ich habe ein bisschen Pech auf Ground Zero. Dachte, das wäre ein CMS. Nö. Nö, nö, nö.
glaube, dass wir hier schon beim Ding sind, wo der Grenade Launcher... Nee, ich, das ist da, wo der... Nicht, wo der Grenade Launcher war. Sind wir hier wieder, wo es MG war? Auch nicht ganz. Muss ich mal kurz schauen, wo wir sind. Da kommen wir eh nicht raus. Na gut, auf die Straße mit uns. Nee, Grenade Launcher war irgendwo da oben. Denke ich. Oh, da ist schon wieder einer. Lass mich in Ruhe. Au. Au, au, au. Und jetzt leckt sie auch noch. Und die Ausdauer ist futsch. Ha! Lang kein Tarkov mehr gespielt. Hättet ihr wahrscheinlich nicht vermutet. Habe ich jetzt Full Auto. Jetzt beinahe wieder vergessen. So. Ich weiß, wo wir sind. Das ist die Hauptsache. Jetzt muss man nur noch auf die andere Straßenseite kommen. Ohne arg erschossen zu werden. Ein bisschen erschossen ist immer in Ordnung. Arg erschossen zu werden ist nicht in Ordnung. Meine Augen sind halt auch zu schlecht, um den da hinten irgendwie noch zu sehen. Ohne Visier. Boah. Mal ein bisschen aufladen hier. Die Ausdauer. Und dann rennen wir da rein und dann entdeckt man das MG. Ich hoffe, das war hier im ersten Gebäude. Kann auch sein, dass das erst... Leckt mich am Socken. Oder an einer unerfreulicheren Stelle. Also hier war es, glaube ich, noch nicht drin. Das war im nächsten Gebäude. Ein bisschen Ausdauer regenerieren. Alter. Was ist mit den Skeffs los? Zu lang gewartet. Lass mich hier rein. Lass mich hier rein, Mann. Nehme ich mit. Die Skeffs werden schon kommen, wenn langweilig ist. Denn das hier müssen wir auf jeden Fall hoch. Schönes Badezimmer. Boah, ich stehe tatsächlich unter Stress, obwohl es der PvE-Modus ist. So langsam kann man aber nicht mehr sagen, obwohl es der PvE-Modus ist. Das ist echt happig. Happig. Hab ich keine Chance. Müssen hier die Treppe da. Eine Wendeltreppe. Ich glaube, wir müssen noch eine hoch. Hier ist es auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht sehen wir ein bisschen, wo geschossen wird. Nicht zu sehr den Kopf rausstrecken, sonst ist der wieder als erstes abgeschossen. Ich glaube, ich bin ein bisschen blöd. Obwohl, das sieht richtig aus. Ja, war. Da ist einer. Irgendwo ist hier einer. Da war er. Zumindest die Ohren funktionieren. Und das ist wieder nicht richtig. Scheiße. Was mache ich denn? Irgendwo muss hier ein MG sein. Am besten Richtung draußen. Schauen wir mal, ob ich es verpeilt habe. Vielleicht bin ich auch im falschen Haus. Ich muss ja im falschen Haus sein. Vielleicht ist es noch eins weiter rechts. Aber hey, Endurance ist aufgelevelt. Ist das nicht schön? Kommt raus, ihr Schweine da unten. Boah, wie viel will der denn schlucken? Hätte echt schwören können, dass das hier ist. Ah, noch einen Stock höher, wie gesagt. Vielleicht findet man eine gute Waffe, die alles wieder wettmacht.
Gutes Magazin nehme ich mit. Oh, was soll's. Wenn wir schon hier sind. Kommt einer irgendwo Treppe? Gehen wir hier lang. Weiß trotzdem nicht, was diese Dinger hier sind. Was die sollen. So, Typ mit Messer im Rücken. Wenigstens das Messer hätten wir ja mitnehmen können. Ja, aber das sieht so aus. Ich muss mich irren. Es gibt keine andere Chance. Da ist einer. Da sind zwei. Hauptsächlich wieder Munition verballern. Die schließen wir mal. Ich muss nachklicken. Es hilft leider nichts. Das ist bei den kleinen Magazinen leider das Problem. Na also. So, dann ins nächste Gebäude. Können ja nicht alle falsch sein. Haben wir ihn mal angefasst. Wird er sich vielleicht freuen. Dann muss es das da sein. Und vielleicht ist hier das Jusek, der Jusek-Trupp, der hat irgendwas vom Parkplatz gelabert. Die Quest. Wahrscheinlich nicht. Ich sehe nichts, was nach Jusek aussieht. War vielleicht auch beim Medical Tent? Keine Ahnung. Wo müssen wir überhaupt raus? Nakatani! Da kommen wir hin. Und da oben ist das MG. Tja. Wer hätte gedacht, dass ich mich geirrt habe? Wahrscheinlich alle, die die Map kennen. Scheiße, ist da einfach so unsichtbarer Glasmüll. Nein. Kein Wunusuka. Kein Wunusuka. Komm her. Ich messer dich. Mit der MP5. Jetzt, wo ich drauf gewesen wäre, ist es alle. Ich will erstmal die Quest abschließen. Ah, vielleicht kriegt man ihn doch so. Bist du hin, du Arsch? Ist doch tot, oder? Er hält sich tot. Emilia! So, nach oben. Wir müssen nur nach oben. Genau dahin. Oh, leck mich doch. Irgendwo geht's hoch. Irgendwo geht's hoch. Hab ich schon erwähnt, dass ich so mittlere Map-Kenntnisse hier hab? So schlecht können die doch nicht sein. Ah, da geht's hoch. Ups. Wupsi. So. Von mir aus könnten die das bisschen mehr beleuchten hier alles. Da ist es doch. Da ist einer. Was machst du denn? Boah. Ist er tot? Der da stand. Boah. Würde mal sagen, denen geht's nicht mehr so gut. Würde sagen, denen geht's nicht mehr so gut. Na gut.
Haben wir das auch mal gemacht. So, dann haben wir hier, glaube ich, noch ein paar PCs. Die Chance auf Grafikkarten können wir uns nicht nehmen lassen. Das war keine. Den hatte ich gerade, oder? Nee. Dachte ich doch, der sieht komisch aus. Yay, PC-Cord. Nutzloses Zeug. Braucht man irgendwann bestimmt auch. Das ist jetzt keine Grafikkarte, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, den hat man. Den hat man nicht. Komm schon, Grafik. Oh, HDD. Und Matches. PSU? Nee, kalt. Dann gar kein PC. Ich bin schon ein bisschen durch heute. So, gewichtmäßig alles in Ordnung. Dann können wir hier noch looten und dann gehen wir zum Ausgang. Wenigstens einmal heute erfolgreich extracten. Hier können allerdings Guests hochkommen. Deswegen bin ich ein bisschen nervös. Hier können wahrscheinlich auch PMC-Bots hochkommen. Deswegen bin ich noch nervöser. Was für ein Unity Credit Bank Cash Register. Das kann nicht verkehrt sein, den zu haben. Und Matches. Streichhölzer. Ein Zippo. Ein Feuerzeug. Und Pilzen. Scheiße. Die Hoffnung war, zumindest noch einen USB-Stick rauszubekommen. Den habe ich. Dann haben wir hier hinten noch ein bisschen hoffentlich Glück. Und kein Glück. Irgendwas von Bedeutung hier? Nö. Kein weißer Punkt, der auftaucht. Dass ich da noch was looten konnte. Grafikkarte? Bitte? Yay, zwei PC-Cords. Die nehmen wir mit. Wir lassen nichts zurück heute. Nehmen wir die Scheiße einfach mit. So, und dann auf zu Nakatani. Ist nicht weit entfernt, zum Glück. Sonst hätte ich auch nicht mehr so gelootet. Dachte ich, etwas gehört. Leiche. Bandage. Nüsse. Magazin. Kann ich gerade eh nicht gebrauchen. So, bin ich so greedy und fasse das Scheusal hier noch an? Besser wäre, wenn nicht, was? Crowbar. Nehme ich mit. Tots müssen wir, glaube ich, irgendwann auch mitbringen. S-March. Wir brauchen drei Medical Items. Das sind schon mal zwei, die wir gerade haben. Hier kommt noch eins. Nö. Na gut. Raus mit uns. Boah. Hoffentlich schaffen wir es diesmal. Ist eigentlich nur in dem Haus da vorne, wenn ich mich recht erinnere. So lange dürfen wir uns jetzt nicht erschießen lassen. Und im Haus auch nicht. Yay. Sieht gut aus zum ersten Mal heute. Gut. Einfach die Treppchen runter. Na also. Wir haben was geschafft. Noch sind wir nicht draußen, ich weiß, aber ich höre auch nichts. Jetzt sind wir draußen. Wunderbar. Hat das auch mal geklappt. Und Level 4 schon. Also leveln können wir auf jeden Fall deutlich besser, ich zumindest, als im PvP-Modus. Da kriege ich auf den Sack, ohne so viel Skeffs abzuschießen. Deswegen bin ich gerade
eigentlich ganz happy, obwohl wir viermal versagt haben. Dreimal, viermal. Können wir gleich in den Stats nachschauen. Ah, es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Wir schauen jetzt noch kurz in Sideout. Weg mit dir, du Nachricht. Könnte ich eigentlich auch geladen lassen. Dann müsste man nicht immer durch diese Animation hier. Jetzt lernen wir Sideout zum ersten Mal kennen. Ja, willkommen zum Personal Hideout. Ja, alter Bombenshelter. Ja, ja, kann man ausbauen, bringt Vorteile, macht Spaß. Deswegen habe ich das Tape mitgenommen. Security Update. Wunderbar. Dann, was haben wir noch? Die Ventilation kostet nur Geld. Wunderbar. Die Workbench ab Level 5 und da braucht man das Multitool, können wir gleich kaufen. Filter bei Item. Das hat der Mechanik. So. Die anderen zwei müssen wir halt finden. Und ich dachte, wir brauchen Level 5 dazu. Steht aber gerade nicht dran. Shooting Range hätte ich auch ganz gern. Dann können wir die Waffen ausprobieren. Die kommt. Dafür brauchen wir Illumination 1. Und dazu brauchen wir so ein Cricket Feuerzeug. Wunderbar. Habe ich gerade nicht. So, dann geht es darum, mal den ganzen Mist einzuboxen. Das mache ich auch wieder ein Zeitraffer. Ich bin generell ein Horder in diesem Spiel. Wir werden viel mehr Junkboxen bekommen. Werdet ihr alles noch sehen. So, das sieht doch ganz gut aus. Ach, Moment, da oben habe ich was vergessen. Die ziehen wir so kurz rein. Das Multitool von mir aus auch. Glaub aber eh, das wird verbraucht. So, haben wir noch irgendwas Offensichtliches? Nö, also zumindest, ja, ein bisschen was wird schon noch sein, das ich jetzt übersehen habe. Aber das passt erstmal. Jetzt können wir Quests abschließen. Erstmal bei Prepper. Complete. Ja, ja, Wildon, unser Quest-Reward und die neue Quest auf Any Location. Eliminiere Scavs im ganzen Tarkov-Gebiet und wir brauchen zweimal die MP133 Shotgun. Alles klar, und Questbelohnung. Oh, eine Mosin. Grubel und Munition, das ist ja klasse. Jetzt könnten wir eigentlich noch zu Therapist was abgeben. Oh, die hat hier uns unbekannte Items. Ich glaube, das sind Maps. Ne, das sind Schlüssel. Mittlere Maustaste, damit könnt ihr es aufdecken. So, so ein Schlüsselding braucht man im Moment noch nicht. Tasks. Müssen wir hier explizit, also schade, dass kein Häkchen dran ist. Wenn wir noch was abgeben müssen, das wir haben, das könnten sie noch nachpatchen. Wunderbar. Shortage. Saliva und First Aid Kits. Dafür gehen wir am besten auf Woods. Da weiß ich, wo man die gut findet. Customs wäre aber auch in Ordnung. Und wunderbar. So, mehr Quests haben wir nicht. Haben wir irgendwas in der Übersicht? Da schaue ich mir an, wo das ist. Ja, genauso wie Saving the Mole. Also, ja, auch mit dem Vehicle Extract, das schauen wir uns an. Ansonsten würde ich sagen, der Charakter ist erstmal gerüstet. Wunderbar.